Assalamu alaikum und herzlich willkommen nach so einer nach so einem Poetry Slam. Habe ich gedacht, oh Gott, jetzt soll ich sprechen, sehr emotional gewesen. Okay, ja, ich gebe mir mal Mühe. Ich habe was vorbereitet, aber ich glaube, es ist immer einfacher, so zu sprechen. Ich bereite mal etwas vor und dann erzähle ich das so. Ja, ich habe 10 Minuten. Ich habe überlegt, in diesen 10 Minuten, was kann ich erzählen, in dem, was ich gemacht habe in den Jahren. Ich bin fast 50, fast, und habe verschiedene Sachen ausprobiert, verschiedene Sachen gemacht und habe gedacht, was ist für die Frauen wichtig hier, was kann ich weitergeben und wovon könnt ihr was mitnehmen, meine Erfahrungen und ja, was könnt ihr mitnehmen für euch und was kann euch stärken. Erstmal zu meiner Person. Ich bin Gülhanım Karaduman Çerkeş. Es ist sehr schwer, ich weiß. Ich war sehr emanzipiert und wollte einen Doppelnamen. So hat es schon mal angefangen mit meiner Ehe. Genau. Und komme aus einer Familie mit 5 Geschwistern und bin selber mit 3 Kindern, habe 3 Mädchen. Ich habe angefangen, in einer Moschee ehrenamtlich zu arbeiten und habe gemerkt, ja, wie wichtig das ist, Familien zu beraten. Ich habe das eigentlich als Vorangestellten auch gemacht, aber bis dato war das mir gar nicht bewusst, dass ich das automatisch in der Familie, in meinem Familienkreis, in der Praxis auch gemacht habe, als ich übersetzt habe. Und so wollte Allah das, der liebe Gott, und aber auch ich, dass ich diesen Weg vielleicht gehe. Das weiß ich aber heute mit fast 50, vorher war das mir gar nicht bewusst, habe halt vom Ehrenamt gemerkt, es gibt Schwierigkeiten, alles, was wir machen wollen, geht einfach nicht so einfach, es gibt Hürden, es gibt Möglichkeiten, die wir nicht in der Moschee haben, und habe mit Frauen einen Verein gegründet, wo wir gesagt haben, wir wollen selbstbestimmte, autonome Frauen, einen eigenen Verein gründen, nur mit Frauen, ohne die Männer als Außenseitler nach draußen zu schieben oder irgendwie in der Gesellschaft nicht so richtig anerkannt wird, aber auch in unseren eigenen Communities. Leider ist es so. Das war für mich eine Herausforderung, wo ich gesagt habe, okay, wir wollen gemeinsam starten mit Frauen, die genauso denken wie ich, und haben den Verein BBF, Begegnungs- und Bildungszentrum für Frauen und Familien, gegründet, da wir gesagt haben, wir müssen mit Frauen, aber auch mit Männern arbeiten, weil meistens kommen die Männer zu kurz. Und als ich den Verein gegründet habe, habe ich nebenbei natürlich berufstätig, wie viele wahrscheinlich von hier, gearbeitet, habe nebenbei studiert und habe am Wochenende eine Paar- und Sexualtherapeutenausbildung gemacht, weil ich in den Familien immer gemerkt habe, es gibt keine muslimische Sexualtherapeutin. Wir kommen immer an Grenzen. Frauen haben gesagt, ich gehe dahin. Und dann heißt das, dann trenn dich von deinem Mann. Oder es gibt diesen Weg. Und kulturell, gesellschaftlich haben wir diese Schwierigkeiten. So bieten wir auch ein bisschen im Verein, aber auch als Geschäftsfrau, selbstständige Frau, mache ich das auch privat. Genau. Ihr seht, es gibt ganz viele Sachen, was ich mache. Und dann habe ich gedacht, okay, in 10 Minuten, was kann ich da erzählen? Was kann ich weitergeben? Ich weiß nicht, wie viel Zeit ist. Della, du musst mir ein Zeichen geben, sonst erzähle ich hier stundenlang, glaube ich. Das wäre zu viel. Also was wichtig ist, glaube ich, von diesen Jahren, was ich für mich mitgenommen habe, neben meiner Familie mit 3 selbstbewussten jungen Mädchen auch, wo ich gemerkt habe, man kann voneinander lernen, auch von den Kindern kann man lernen. Und man braucht einen Partner, der einem unterstützt, aber in der Gesellschaft braucht man auch tolle Menschen, die einem unterstützen. Ja, erste Sache ist, man muss einfach erstmal an sich glauben. Für mich ist das so, dass ich sage, okay, was für ein Ziel habe ich, was möchte ich? Und dann erstmal darüber sich Gedanken machen, diesen Ziel vor den Augen, und dann nicht von diesem Ziel wegkommen. Es gibt immer Hürden, und Tiefen, und aus diesen tiefen Schwierigkeiten, dass man guckt, was für eine Stärke kann ich mir da draus nehmen, was sind die Ressourcen, was soll ich lernen? Und ich bin immer so, ich habe gedacht, okay, wenn ich diesen Problem habe, was will der Schöpfer mir sagen, was wollen die Menschen mir sagen, was soll ich aus diesem Problem lernen? Und habe mir versucht, aus diesen Problemen, auch wenn es Tage gab, wo es mir dann nicht gut ging, Kraft zu schöpfen und zu sagen, okay, ich stehe jetzt auf und gucke, was das eigentlich mit mir macht, was habe ich da draus gelernt, und einfach weitermachen und zielstrebend ans Ziel herangehen. Und ich glaube, die größte Schwierigkeit sind nicht die Eltern, nicht die Geschwister, nicht die Partner, nicht die Menschen, sondern wir sind eigentlich meistens
das eigene Hindernis, dass wir einfach uns nicht trauen und sagen, okay, ich kann das nicht, mir geht's gerade nicht schlecht, mir geht's nicht gut, ich bin jetzt im Bett. Also immer wenn ich mit den Frauen höre, dass sie mir sagen, wenn sie mit ihrem Problem kommen, ja, aber er macht das und der macht dies, was soll ich machen? Und ich glaube, wir müssen erstmal an uns selber arbeiten, alles tun, was wir machen wollen, damit wir unser Ziel erreichen und dann uns Gott vertrauen und hingeben. Und wenn es nicht passiert, dann sollte das so sein. Aber wenn man alles getan hat, dann kann man sagen, ich habe mein Bestes gegeben, es hat nicht geklappt. Und daher nicht reden, handeln und weitermachen und an den Ziel immer näher kommen. 3 Minuten habe ich noch. 8 Minuten, okay, 2 Minuten. Ja, was kann ich sagen? Ich habe noch einen Spruch rausgesucht, was mir sehr gefallen hat, als ich überlegt habe, was kann ich sagen. Und Marisa Peer hat gesagt, zuerst schaffst du deine Glaubenssätze und dann entscheiden die Glaubenssätze, was du machst. Also ganz wichtig, was für Glaubenssätze hatten wir als Kind? Was haben unsere Eltern, unsere Familien uns gegeben? Aber was können wir aus diesen Glaubenssätzen machen? Wie können wir sie ändern und auf heute zurück? Also auch heute nochmal gucken, was kann ich da draus rausziehen und das für mich ändern und sagen, das war ein falscher Glaubenssatz, das schiebe ich zur Seite und gucke, was ich für einen neuen Glaubenssatz für mich nehme. Und ich glaube, ganz wichtig auch, vielleicht als letztes Tipp, dass man Leute um sich hat, die einem positive Energie geben. Leute, die die Energie saugen und negativ einen runterziehen, aus dem Leben entfernen oder auf Zeit oder, weiß ich nicht, für eine Weile zur Seite schieben, aber wirklich mit positiven Menschen zusammen sein, mit positiven Menschen, die einem Energie geben, aber auch Mut geben, weiterzumachen, zusammen zu sein, das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Sachen. Genau, weiter, glaube ich, könnt ihr nachher. Ich danke ganz doll, das wollte ich am Anfang sagen, jetzt war ich so aufgeregt durch deinen Pod-Slam, an das Kopftuchmädchen, wünsche ihm viel Erfolg, aber auch an das Team, die im Hintergrund arbeitet. Ich glaube, die Wertschätzung kommt manchmal sehr oft sehr zu kurz. Ich kenne das von meinem Team. Also ganz, ganz lieben Dank und aber auch an das Publikum.